rebellischen Erzgebirge in Hohenstein-Ernsthal. Dort haben Bürger der Stadt eine erste Veranstaltung auf dem Altmarkt organisiert, die Nein zum Heim Hohenstein sagt. Oberhalb des Marktes steht die Kirche. Darin fand die Gegenveranstaltung statt, ein sogenanntes Friedensgebet. Der Bürgermeister und die üblichen Verdächtigen aus der bunten Clique ließen sich beim Beten mit betroffen zur Schau gestellten Gesichtern fotografieren. Betroffen waren sie, weil gut 500 Bürger die Asylbereicherung in ihrer 14.000 Einwohnerstadt ablehnen. Was allerdings dann geschah, ist so ungeheuerlich, dass es ein juristisches Nachspiel haben wird. Aus der Kirche kamen Kinder und Jugendliche, die bunte Papierbrieftauben in unsere Richtung warfen. Auf jedem dieser Papierflieger stand in Kinderschrift der gleiche Satz: Bomber Harris, hilf uns doch, Hohenstein gibt es immer noch. Ja! Hysterie, die wir gerade erleben, wäre das die Schlagzeile. Flieger aus Kirchenbastelstunde rufen zum Massenmord auf. Diese Empörung gäbe es natürlich nur, wenn es sich bei den Kindern um Nazi-Kinder gehandelt hätte. So weit sind wir gekommen, wenn den rot-grünen Gecken die Argumente ausgehen, wollen Sie den Bomber in Gang setzen, der Dresden in Schutt und Asche gelegt und hunderttausende Tote zu verantworten hat? Arthur Harris, genannt Bomber Harris, setzte als Oberbefehlshaber der Bomber Command auf das sogenannte Moral Bombing. Ganz bewusst wurden zivile Ziele bombardiert, um die Moral und den Widerstandswillen der deutschen Bevölkerung zu brechen. Und jetzt soll wieder der Widerstand eines Teils der Deutschen gebrochen werden. Dazu rufen die angeblich so friedliebenden Gutmenschen ausgerechnet den Erfinder des Flächenbombardements zu Hilfe, der uns nun ausradieren soll. Am schlimmsten ist jedoch, dass hier wieder einmal Kinder und Jugendliche für linksfaschistische Agitation und Propaganda missbraucht werden. Ihr erinnert euch, hier in Dresden mussten Schüler uns während des Spaziergangs als Nazis anschreien, damit die Lügenpresse am nächsten Tag hetzen konnte. Natürlich gegen die schlimmen Pegidianer, die angeblich die armen Kinder traumatisiert hätten. Vermutlich, weil die genervt von dem schwachsinnigen Gekreische halt die Klappe oder Schnauze geblafft haben. Liebe Freunde, natürlich ist heute ein historisch besonderer Tag. Und deshalb lasst uns heute auf Deutschland und die Zukunft blicken. Und dazu lade ich euch auf eine kurze Fantasiereise ein. Bitte begleitet mich gedanklich in eine moderne Buchhandlung. Wir gehen an den Stapeln von Frauen-Kitschbüchern vorbei, passieren die Sondertische mit humorigen Witze-Druckerzeugnissen, streifen die kleine versteckte Ecke mit den Literaturklassikern, kämpfen uns durch die riesige Kochbuchbereich und gelangen endlich zum Herzstück des früheren Bildungstempels, der Ratgeberabteilung. Auf gefühlt 43 Metern findet der Ratsuchende hier alles, was das schmerzende Herz, die geschundene Seele und das gekrümmte Rückgrat begehren. Und gerade im psychologischen Bereich strotzen einem da die Buchtitel entgegen, dass es eine Freude ist. Loslassen, die Kunst, die vieles leichter macht. Kraft zum Loslassen, tägliche Meditationen für die innere Heilung. Loslassen für Führungskräfte, meine Mitarbeiter schaffen das. Wir kaufen ein paar Loslassbücher
und setzen uns vors Internet. Auch hier stehen einem die klugen Ratschläger hilfreich zur Seite. Zum Beispiel auf selbstbewusstseinstärken.net. Loslassen lernen in 3 einfachen Schritten. Bei Brigitte.de geht's um die innere Haltung. Klammern wir weiter, obwohl es wirklich keinen Sinn mehr macht? Wenn wir gezwungen sind, uns von einem Traum, einer Idee zu verabschieden, liegt es letztlich an uns, mit welcher inneren Haltung wir den Umständen begegnen. Sehr gut auch loslassennow.de. Bist du es leid, dich mies zu fühlen? Wie du negative Verbindungen und schlechte Gefühle ein für alle Mal loslassen kannst. Ihr merkt schon, loslassen ist ein wichtiges Thema. Aber auch richtig weise Köpfe haben etwas zum Loslassen gesagt. Buddha zum Beispiel. Lerne loslassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Und egal, ob es um alte Muster, frühere Bindung, Manipulation oder Missbrauch, schwierige Beziehungen, deprimierende Jobs oder schlechte Gewohnheiten geht, immer lautet die Zauberformel loslassen. Und dabei ist das gar nicht so einfach, denn eigentlich sind wir alle Klammeräffchen. Als Babys waren wir aufs Anklammern angewiesen, um Schutz und Geborgenheit zu spüren. Und deshalb ist Sicherheit ein tief in uns verwurzeltes Grundbedürfnis. Loslassen bedeutet aber erst einmal Risiko. Und immer wenn wir Angst bekommen oder unsicher werden, springt unser Bindungssystem an. Und deshalb brauchen wir das Gefühl von Zugehörigkeit besonders intensiv, wenn wir etwas Neues beginnen. Und genauso ist das bei uns. Wir stehen jetzt vor etwas Neuem und wir haben uns. Uns Patrioten, uns Widerständler, uns Freiheitsliebende. Und wir werden immer mehr. Und wir werden immer mehr, denn die Menschen suchen ihre Bindung nicht mehr bei dem dämlichen Lanz vor der GEZ-Glotze und lassen sich mit Flüchtlingspropaganda das Gehirn besudeln. Nein, Menschen gehen auf die Straße, ins echte Leben und erfahren Zusammenhalt. Und dieses gemeinsame Aufbegehren wird eine Kraft entwickeln, einen Schub, eine Dynamik entfachen, die Deutschland und Europa die Wende bringen wird. Wir haben uns sogar in Europa. Also können wir beruhigt loslassen, um das Neue zu beginnen. Seid ihr bereit loszulassen? Ja! Dann erklären wir doch hier und heute, am 9. November 2015, 70 Jahre nach dem Kriegsende, den deutschen Schuldkomplex der 12-jährigen Nazi-Herrschaft offiziell für beendet. Jawohl! Ja, auch wenn es um unsere Geschichte geht, um Furchtbares, das bis heute traumatische Spuren in Familien, in Völkern hinterlässt, auch dann gilt die Psychologie der Ratgeberbranche. Wir lassen die Vergangenheit jetzt los. Und deshalb ist Schluss mit der künstlichen Nazi-Paranoia. Und ihr da, beim Stern, beim Spiegel,
der Süddeutschen, Tagesspiegel und wie die linksversifften Schundblätter noch alle heißen. Ihr bei den von erpresstem Geld finanzierten GEZ-Sendern, bei NTV, N24, RTL und so weiter. Ab sofort könnt ihr euch eure Hitlereien an den Hut stecken. Genau. Ihr könnt ja gern noch ein paar Hitler-Tagebücher fälschen. Oder Filmchen drehen wie Er ist wieder da. Oder nachts in Dauerschleife die Wochenschau wiederholen. Interessiert uns alles nicht mehr. Und wenn ihr eure Hitler-Fantasien und eure Nazi-Obsession nicht in den Griff bekommt, dann macht Therapie. Lasst uns mit eurem Schuldkult, mit der Vergangenheit, für die keiner von uns hier die Verantwortung trägt, endlich in Ruhe. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Linken glaubt ja, ihr könnt euren Hitler immer dann aus der Kiste zaubern, wenn er euch in den Kram passt, um Andersdenkende kurz und klein zu diffamieren. Ihr tut das alles nur, um eure Deutungshoheit nicht zu verlieren. Denn alle eure sozialistischen Ideen und Utopien sind grandios gescheitert. Bedient ihr euch übelster Methoden, Nazi-Methoden. Und zwar so frisch und vital, als sei es gerade gestern gewesen. Ihr vernichtet die Bücher von Erich Kästner und anderen Schriftstellern, weil darin Worte auftauchen, die ihr für entartet haltet. Worte wie Neger. Ihr schreddert die Bücher eines Autoren, die nicht auf dem Index stehen und der Autor auch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ihr Islam- und Palästinenserversteher seid es, die Kaufboykotte für Waren aus Israel aussprechen. Ihr seid es, die den Menschen, die sich eurem Gesinnungsdiktat nicht unterwerfen, die Schaufensterscheiben einschlagt, ihre Häuser mit Parolen beschmiert. Ihr duldet es, dass muslimische Judenhasser hier in Großstädten ganz offen Juden ins Gas brüllen. Ihr seid es, die Menschen outen und sie bei ihren Arbeitgebern denunzieren, damit sie ihre Jobs verlieren. Ihr pflegt da bei euch im linken Lager das Mitläufertum, das Duckmäusertum, die Blockwartmentalität. Ihr habt jahrelang den Waffen-SSler und Antisemiten Günter Grass zu eurem Vorzeigeerklärer gemacht. Na gut, in eurer Neigung zu Dummdödeln seid ihr wenigstens konsequent. Heute lasst ihr Vögel wie Joko und Klaas für euch sprechen. Und euer neu intellektueller Till Schweiger leiert. Über Flüchtlingsheime, die er erst bauen will, dann aber irgendwie doch nicht bauen will. Und für diese Flachpfeifennummer verleiht ihr ihm dann noch einen Preis. Ja, weil er einfach so richtig einer von euch ist. Er ist der perfekte Repräsentant der Sigi-Pop-Polit-Posse.
rollt den faschistischen Terror wieder von vorne auf mit den von euch finanzierten, unterstützten und legitimierten Antifa-Schlägertrupps, diesen vermummten schwarzen Blocks auf den Straßen, die die Menschen durch rohe Gewalt einschüchtern. Ihr mit eurer Merkel hofiert einen Erdogan, der den armenischen Genozid leugnet, das Land islamisiert und sich anschickt, Sultan des Neuosmanischen Reiches zu werden. Und ihr legt das Schicksal Deutschlands mit in seine erpresserischen Hände, weil ihr eure Menschenlager in die Türkei outsourcen wollt. Und der ist ja nicht blöd. Her mit den Milliarden, her mit der EU-Mitgliedschaft, her mit der Visafreiheit. Sonst mache ich die Tür auf und schicke euch noch mal eine Million. Nein, nein und nochmals nein. Wir wollen eure kranken, faschistischen Nazi-Gesinnungsterror nicht mehr. Und übrigens gilt das auch für die Sprache. Es interessiert uns einen feuchten Dreck, ob eine Sportstudio-Moderatorin mal innerer Reichsparteitag sagt. Ihr seid es, die sie dafür tagelang skandalisierend durch die Presse gehetzt habt. Wir werden einen Teufel tun und uns Vokabelhefte anlegen und die Worte lernen, die damals verwendet wurden, um sie heute zu vermeiden. Ihr seid die neuen Nazis und ihr seid Rassisten gegen die eigenen Landsleute. Uns jetzt gepflegt mal kreuzweise. Es ist euer Problem, wenn ihr die Vergangenheit nicht loslassen könnt. Es ist euer Problem, wenn ihr euren Hitlerfimmel nicht in den Griff kriegt. Aber eins ist klar. So wie ihr bisher die Vergangenheit immer und immer wieder benutzt, um uns hier und heute zu drangsalieren. Das läuft nicht mehr. Wir wollen die Freiheit. Wir wollen, nein, wir werden diese brandgefährliche Büßerhaltung, in die ihr uns zwingt, endlich abstreifen. Und das euer... Das euer... linksideologisches Weltbild dann zusammenbricht, ist euer Problem. Ja. Wir lassen los, um freie, verantwortungsbewusste Entscheidungen für unser Land treffen zu können. Wir wollen voller Sensibilität zu unserer Geschichte stehen, aber selbstbewusst und wachsam in die Zukunft schauen. Jawohl. Wir wollen, dass in Deutschland Atheisten, Christen, Juden, Moslems, Buddhisten, Hindus friedlich und in gegenseitigem Respekt miteinander leben können. Dazu hat Religion gefälligst Privatsache zu sein. Und wir wollen auf gar keinen Fall, dass sich durch eure aufheizende Propaganda hier Ausländerhass und Bürgerkrieg entwickeln. Und wir erwarten von jedem hier in unserem Land, dass er willens ist, unsere Werte von Freiheit zu verteidigen. Und wir wollen die Merkel und ihre komplette handlungsunfähige Regierungsbande weghaben. Wir sind das Volk! 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 Wir
richtige Mitbestimmung. Und zwar durch Volksentscheide zu allen Schicksalsfragen Deutschlands. Und bitte, liebe Freunde, denkt daran, nach dem Loslassen nicht mehr zurückblicken. Sonst geht es uns wie der Frau von Lot, der mit seiner Familie aus Sodom floh. Sie konnte sich nicht verkneifen, trotz Verbot zurückzuschauen und erstarrte zur Salzsäule. Aber wir brauchen jeden Mann und jede Frau im Widerstand, in unserem Freiheitskampf. Wir brauchen kluge, kräftige, mutige und verantwortungsbewusste Menschen, deren Denken frei und nicht komplex behaftet ist. Und ihr alle kennt das Ziel. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Danke euch.